in meine Parkbucht. Film da jetzt nicht rein, ich werde echt sauer. Film da nicht rein. Oh, nein, nein! Cut! Lass uns die sehen. Hier, nimm die Rote. Oh Mann, ey, wollte ich hier so geil einpacken, aber das war gekonnt. Das Einpacken war gekonnt. Hast du einen schönen Spot gefunden? Mann, die liegt so geil. Habe ich jetzt den Stiffrig mit Illusion gebunden. Den Haken hier. Den habe ich da drauf gemacht. Und habe dann ganz langes her durchgebunden mit einem richtig schweren Blei. Super. Ich sage, das ist die nächste Route, die läuft. Dann hole ich auf zum 2-2. Nach Fischgewichten scheint es hier nicht zu gehen. Benny meinte heute Morgen, ich bin in Führung gegangen. Ist ja für dich vielleicht. Aber dieser Charakter-Schuppi, der wird mich erstmal um Längen. Also ich kann glücklich einschlafen, selbst wenn heute nichts mehr geht. Sage euch aber, die Sonne kommt raus und ich war eben da hinten. Und das zum ersten Mal heute. Aufgeräumt, da hinten schon mal, der mir jetzt wieder umgefallen ist. Ist da hinten nämlich schon mal umgekippt. Aber man soll nicht, das hat ja jeder mal, man denkt, oh, bin ich jetzt aus dem Flow raus. Gerade nach der ersten Nacht, nachdem ich den Dicken dann da geschützt habe. Scheiße, jetzt verlierst du noch einen in Serie. Jeder kennt das, man verliert 2, 3 Fische hintereinander und will gar nicht mehr. Das war nicht der Fall. Der Fisch kam und ich habe unheimlich fokussiert geangelt, finde ich, wenn ich das über mich sagen darf. Ich finde mein Setup auch viel schöner wie Bennys, also vom Koreaner. Das sieht das ein bisschen anders, aber... Du siehst das anders, da steht da wie Kraut und... Nein, du hast schon gut geangelt. Besser wie ich. Oder ist das besser, naja, als, das stimmt ja besser nicht. Als ich? Ach, das ist doch scheiße geil. Kennst du diese besser wie ja. Ja, los. Aber geil, wir haben jetzt endlich mal wieder schönes Wetter. Nach, ich glaube, 9 Stunden Regen. Also es war ja minimal trocken, also da bist du 3 durchgeschifft. Dann kommt man wenigstens mal dazu, die Ruten zu legen. Ich war auch gerade dabei, Vorfächer zu binden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Erst kommen die Sachen, die ein bisschen länger garen müssen, also sprich Karotten, Zucchini, Paprika braucht gar nicht so lange, das denkt man oft. Natürlich Champignons, gibt nichts Schlimmeres zu verdauen wie Champignons. Ist das so? Ja, auch Pilze, richtig krass. Also wenn einer mit dem Magen Probleme hat, sollte er auf Pilze verzichten, Leute. Lasst euch das vom Schamanen gesagt sein, nein. So. Und eigentlich ist es bei so einer, man sagt dann immer, ja, ich koche chinesisch, ich koche. Die benutzen halt unheimlich viele Ingredients, ganz, ganz viele frische Sachen. Und wer die koreanische Küche kennt, der weiß, weil ich habe 4 Jahre in Korea gelebt. Der weiß, it's very healthy. Da piept die Route wieder, oder? Ich war doch mal Krabbenpoolerin auf so einem Krabbenkutter. Ja, du warst Krabbenpoolerin. Ja. Darf ich an dieser Stelle mal einen Zitat? Das war Forrest Gump auch. Stimmt, genau. Mit Baba Schrimp. Baba Schrimp. Ja, dein Zitat? Nee, das kann ich nicht sagen. Da haben wir heute so rüber gelacht. Erinnerst du dich? Das ist ein Insider. Aber der Typ war cool. Ja, und jetzt, wir haben ja schon Röststoffe von der Entenbrust. Und dann arbeiten die ja viel mit Soja. Das geht gleich ein bisschen ablöschen mit Sojasauce. Dann hier, das ist ja einfach nur so eine... Guck mal, sugar-free, das ist sweet and spicy. Und dann die Kokosmilch. Das ist halt geil, Leute, Kokosmilch. Guck mal hier, wie dick die ist. Oh, die ist aber... Alter! Die ist aber echt richtig creamy. So, jetzt können auch die anderen Sachen gleich schon rein. Und dann einfach alles rein, so wie hier Jamie Oliver, der kocht ja auch so. Jo, ich glaube, der kann auch gut kochen. Ja, das kann der auch. Wenn man jetzt natürlich, könnte man noch ein bisschen Öl nehmen, aber umso fettiger ist hinterher die Soße. Muss nicht. Ah, guck mal, wie toll das schon aussieht. Oh, wir haben den Speck vergessen. Den röste ich jetzt gleich dann nochmal extra an. Sowas kann man auch wieder kalt werden lassen, wieder aufwärmen. Und auch für euch, wenn ihr dann irgendwie
ich koche ja selbst für mich alleine dann auch solche Sachen. Und dann kann man das auch 2-3 Tage essen. Dann koche ich mir eine große Pfanne und sowas kann man halt beliebig aufwärmen. Und man hat halt nicht diesen Dosenfraß und richtig was Gesundes. Weil mir zieht der Nacken, Benni, habt ihr eben gehört, hat Seitenstiche so. Wer viel draußen isst und draußen schläft, das ist ganz klar, dass man sich da auch vielleicht mal das ein oder andere Mal, ja, wie soll ich das sagen? Einen wegholt? Ja, aber, Alter, guck mal, der Schwan. Ey, lass das sein. Hat er gerade meine Rolle, komplett meine Rolle angepickt. Was geht denn mit ihm? Na, ey, sag mal. Hat der Hunger? Der will jetzt was haben. Weil jetzt. Ich hab ihm da eben Paprika hingeworfen, die frisst er. Hier, jetzt werfen wir ihm da mal einen Beuli hin. Jetzt guck mal. Warte, der fliegt da jetzt ein. Ganz hoch. Hier, wenn du was haben willst, hier. Da, oder machst du den. Ist das besser? Ja, jetzt hat... Das will er. Ich will auch nur empfehlen. Falls sie, so. Falls sie keine Teigpfanne kochen können. Das löschen wir jetzt gleich ab. Du sollst nicht immer so nah an mein Gesicht gehen. Es war ein langer Winter. Ich werde 50. Oh, guck mal hier. Und dann kann man auch schon mal hier so den Saft dann von der Entenbrust. Boah, geil, Leute. Ganz bisschen Weinschorle jetzt schon. Bisschen Zitrone. Und da darf man auch ruhig kreativ sein. Da kann alles rein. Oh, deine? Hat was gepiept, oder? Ja. Deine. Ach so, er. Nee, er soll aufhören, an der Rolle rumzupieren. Deswegen piept die. Da, hörst du doch. Ich durfte gerade schon mal tasten. Oh, lecker, oder? So lecker. Also jetzt ganz ehrlich, Leute, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie man koreanisch kocht. Aber man sieht ja viel und ich habe deutsch-französische Küche gelernt. Das ist so lecker, da sind sogar Blaubeeren mit drin. Und das ist halt so gesund, ihr habt es gesehen, da ist jetzt alles drin. Jetzt gleich kommt hier die Entenbrust, weil die jetzt so schön, seht ihr ja auch, so rosa gebraten auf dem Punkt. Die wollte ich dann hinterher mit den Nudeln einfach noch so rüber trapieren. Wir haben Hunger wie Sau. Wir müssen jetzt auch essen. Und du hast irgendwie Walla da am Platz. Oder? Was immer. Ist das bei dir, seine mittlere immer? Skipper kippt die Nudeln ab. Da muss sie ja. Mit dem ganzen Sud will das keiner. Kommen die einfach da drauf bei den Koreanern? Schmecken lassen. Stell ich jetzt ran, oder? Ja. Fangen wir an. Ran. Ich habe Hunger. Die Sonne lacht ja, jetzt noch mal zum Abend. Zack. Geht hinter uns unter, richtig geiles Licht. Ich nehme die Forke. Jetzt wird gelöffelt. Guten Appetit. Guten Appetit. Geil. Oh, Digga, die ist da unten in der Dings. Da muss ich hin. Schwimmweste. Oh, der hält fest. Christian raus? Aus dem Ast, Alter. Eigentlich war der da drüber. Aber der Fisch kommt noch. Ich muss jetzt ins Boot. Kannst du mir die Schwimmweste anziehen, mein Freund? Mhm. Ja, der hängt noch nicht fest. Ich gehe ins Boot. Ich habe ihn gesehen. Das ist ein Schuppi. Wieder ein Rogner, komischerweise, aber... Oh. Jo.
Oh. In the net. Gut. Ja. Oh, ganz vorne gehakt. Gucken, ob ich den jetzt so hier rauskriege. Jo, ich glaube schon. Er ist ein kleiner Schuppi, aber ist doch super. Wenn ich den verwertet kriege, dann bin ich schon mal happy wie Sau. Ich zeige euch den jetzt mal. Hier der Absenker. Also nochmal abgesenkt hinterm Rig. Ja, das Blei, das können wir jetzt hier. Guck mal her. Ich zeige euch den jetzt einmal, dann setzen wir den sofort zurück. Das ist ja kein großer Fisch, wenn er jetzt abhaut, dann ist es so. Aber schön ist er bestimmt, oder? Guck mal. Ui. Hui. Hä? Oh, wie nice. Du hast uns den Abend versüßt. Setz dich wieder rein, oder? Jo, schöne Stimmung. Voll. Dafür liebe ich das. Dafür liebe ich das. Geil. Okay, weitermachen. Guten Morgen, Leute. Ihr seht schon, ich habe das fette Grinsen im Gesicht. Wir haben richtig gefroren diese Nacht, wenig geschlafen. Der See hat richtig gedampft. Ich habe teilweise gedacht, wir in so einem Warmwassersee, ne? Das war krass. Als wir die Routen rausgefahren haben, immer wieder. Wir hatten Welse wieder heute Nacht. Ich habe so einen kleinen 1,30 Meter Wels gefangen, da vorne unter der Insel. Der hatte wirklich eine Bisswunde von einem großen Wels. Fisch über 2 Meter. Benny hat einen Karpfen gefangen, der hatte auch eine Bisswunde, das sieht man vielleicht gleich. Mhm. Den hast du hier. Ich habe einen richtig geilen Spiegler gefangen. Jetzt habe ich zu dem Schuppi, zu dem Rogner Schuppi noch einen passenden Spiegler. Dann habe ich noch einen etwas kürzeren Schuppi, so einen hochrückigen, aber auch ein schöner Fisch. Ja, wir haben jetzt 3 Slings hier im Wasser. Es ist super schwere Angelei. Wir hatten Angst vor der bevorstehenden Nacht. Gestern Abend in der Dämmerung noch der kleine Schuppi. Das hat die Stimmung so ein bisschen angehoben. Und dann war uns aber eigentlich klar, das wird so kalt, das wird nichts. Und ganz im Gegenteil, die Fische hatten richtig Bock. Komischerweise, es hat ja alles gebissen. Also ich hatte auch einen Brassen, ja, ich hatte einen Wels, den Karpfen, dann irgendwie noch einen Fehlbiss. Also dann piept das hier immer ganz komisch, dann fallen die Swinger durch, als würden sich da Brassen oder so nicht haken. Genau. Oder Welse die Montage verziehen, ist immer schwer. Die Matte war heute Morgen, also die war festgefroren heute Nacht am Boden, die war stocksteif. Das war so kalt, aber die Fische hatten Bock. Und es war neblig, also man hat echt die Hand vor Augen nicht gesehen, bis weiß nicht wann. Ich habe mir dann die fette Foxlampe geholt, weißt du, diese Lenser. Und dann kannst du, das macht echt Sinn, das werde ich jetzt öfters machen. Weil dann ab und zu, dann ziehen ja immer so die Nebelfelder durch und dann hast du wieder freien Blick, sonst fährst du die in die Schnüre. Hierzu mal einmal. Ich wollte gerade sagen, kleiner Top-Tipp, das ist von unseren Halo-Markern, der Kopf. Das ist wirklich ein Top-Tipp, den findest du immer. Genau, einfach anmachen, dann leuchtet das Ding nachts rot am Ufer. Könnt ihr, die Farbe ist ja einstellbar, aber das Ding habe ich immer am Ufer stehen nachts. Das mache ich an, wenn ich rausfahre, dann finde ich den Platz immer wieder. Selbst im Nebel kann man die noch gut erkennen. Sonst weißt du nachher wieder nicht mehr in dem Nebel, wo es hingeht. So ist es. Aber das war mal eine erfolgreiche Nacht. Das war mal eine erfolgreiche Nacht. Ich hole den mal raus, wa? Welcher ist es denn? Leute, der hat ein Paddel, aber das seht ihr gleich. Hier hat er so eine Warze und hier hat er so eine Wanne. Ich wupp den mal hoch. Das ist genau das, was wir euch zeigen wollten. Das ist Frühjahrsangelei, es war warm. Ich bin ganz mega flach angefangen und sind dann immer tiefer gegangen. Benny hat
heute Nacht seinen ersten Fisch auf einem 4-Meter-Plateau gefangen. Ist richtig, was ich sage, ne? Verbessere mich sonst. Ja, dahinter. Oder dahinter, weil es halt so angezogen ist vom... Ach, komm. Ich will noch nicht. Jetzt aber, jetzt hebe ich den mal einmal hoch für euch. Guckt euch die Murmel an, wa? Der Indianer ist happy. 4-3 Südkoreaner. Na, wo bist du denn? Schön, oder? Geiler Fisch. Pause. Oh, der hat Flügel. Auch deiner hat auch so Flügel. Guck mal hier. Voller Nahrung. Hier eine kleine Wasserschnecke. Uns ist aufgefallen, dass überall Corbicula-Muscheln am Ufer zu sehen. Das ist eine Herzmuschel. In der Weser gibt es die auch. Die macht Karpfen groß, sag ich. Benni hat gerade gesagt, viel Spaß mit dem hier. Weil leider konnten wir den nicht so abfilmen vom Boot wie den anderen kleinen Schuppi gestern. Ah, der ist ein bisschen besser. Mal gucken, vielleicht ist er ja auch ruhig. Ich mach mal den Karpfenflüsterer. Oh, schön ist er, wie verrückst dich, du. Oh, das ist mein... Oh. Augen zuhalten bringt manchmal auch ein bisschen was. Jetzt erstmal Wasser. Und dann machen wir jetzt hier mal eine ganz schnelle Nummer davon. Mal drehen wir noch. Benni, pass auf. Das hat ja was gebracht. Das Blumenmädchen... ist kein Karpfenflüsterer. So. Jetzt kommt der. Ach, guck mal. Und wir haben echt jetzt 4 Rogner schon. Ich finde den super. Kommt jetzt auch wieder rein. Jetzt zeigen wir euch Bennys Fisch. Und der muss jetzt so langsam mal nachlegen, ne? Ist nur einer im Rückstand. Naja, warte mal ab. Gleich geht das da hinten wieder rund. Das ist mein Fisch von heute Nacht. Ein richtig geiler Spiegler. Ich habe ja echt bis zuletzt gedacht, dass es ein Wels ist. Ich habe den vom Ufer gedrillt. Oh. Auf jeden Fall hat er einen Welsbiss. Ja, den hat sich mal ein Waller gepackt. Ein richtig schönes Brett. Schöner Milchner. Er hat riesige Flossen. Richtig große Schwanzflosse, große Brustflossen. Geiles Teil. Der hat auch richtig Kette gemacht. Und irgendwann sage ich, Alter, ist ein Karp. Und ich dachte die ganze Zeit, wäre ein Waller. Richtig geiles Teil. Läuft, er ist dran, er bleibt dran. 4-3. 24 Stunden haben wir noch. Also, es bleibt spannend, Leute, weil ich will das Ding unbedingt nach Hause fahren, habe ich meinem Sohn versprochen. Ist dann immer so, es ist nur Spaß, aber das gehört ja so ein bisschen dazu. Papa, gewinnst du? Ich sage diesmal ja. Aber Benni wird nicht einfach so aufgeben. No, no, schnell wieder rein damit. Ja, los. Hallo Leute! Wir haben jetzt richtig schönes Frühlingswetter. Ja, und das hätte. Das haben sie nicht angesagt. Ich habe eh den Eindruck, die können das Wetter gar nicht mehr vorhersagen. Das stimmt nie. Nein. Ich konnte sogar eben gerade so ein Sonnenbad nehmen, nachdem wir diese ja wirklich tollen Karpfen, also geil, so brachial, große Flossen, ne? Geile Fische, richtig geile Fische. Und das ist wieder das, was es ja auch ausmacht. Mike hat ja noch gesagt, dieses Mal vertraue ich dir. Letztes Mal habe ich ausgesucht, das ging in der Hose. Okay, dann ist es ja immer das, was wir zeigen wollen, das ist geile. Ich habe mir das dann hier rausgepickt. Aber du bist in der Area geblieben. Ja. Ich das wollte wieder in die Area. Genau, weil hier gibt es dicke Fische. Genau, ich habe nachher natürlich auch ein paar Infos gekriegt, aber zu anderen Gewässern, zu dem hier gar nicht. Und Mike sagt, ey, der ist groß, den anderen, da war ich letztes Jahr noch gucken, das sieht nicht geil aus. Hier haben wir schön Wasserfläche und es ist echt geil, einfach mal null Infos zu haben. Nicht zu wissen, was hier schwimmt, ja, was hier so drauf ist. Klar, der Sensors Opa, der Controletti, hier hat uns gesagt, so, ja, das kann man hier fangen. Ja, das ist so das, was man immer irgendwo hört, so, ob das am Ende stimmt, aber hier sind auf jeden Fall gute Fische drin und die wir gefangen haben, sind richtig geile Charakterfische gewesen. Jo. Und diesen Wels-Biss da hatte, wenn man mal überlegt, das war so 1,80 Meter, 1,90 Meter, würde ich jetzt so tippen, vom Maulumfang, ne? Der packt sich den
und schlürt dann wie so ein Hammerhai mit dem los? Oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hat der richtig von unten am Bauch so gepackt. Und das sah jetzt nicht so alt aus. Nee. Aber hier ist Action. Also hier ist jetzt viel Fisch drin von allen Sorten. Ich habe jetzt, weiß nicht, wie viele Brassen. 3, 4 Brassen gehabt. Ich habe jetzt 3 oder 4 Welse gehabt. Karpfen auch 3. Und das sagte ja auch, ich war bei einem französischen Angler, der saß da unten, der hatte so einen Browning-Eimer und war da mit so einem Metz. Davon sind hier viele, ja. Genau, und den habe ich dann gefragt, wegen was er angelt, weil ich gesagt habe, Brem. Dann meinte er, no, tonche, tonche, and car petit. Und dann habe ich gefragt, und der größte sind große drinne. Und dann meinte er, oh, aber zeigte so an von bis. Und den Eindruck haben wir ja auch, wir haben ja auch alles gefangen. Ja, ne? Von bis. Und daher? Von bis. Hier sind schon diese kleineren Satzer drin, die sie hier reingehauen ich haben. Der bei. Ich hab so einen Hunger. Ja, ich auch. Noch nichts gefrühstückt. Der war geil. Der hatte eine geile Form. Die Fische hier haben eine geile Form. Der hatte Milchner von mir auch riesige Flossen gehabt. Wie gesagt, ich dachte erst, es war ein Waller, aber es fühlte sich mal an, so, als würde ein Schwanz in die Schnur schlagen. Weißt du, mir dieses so. Der hast ja, ich hab. Und dann ging der über Bremse und dann ist es manchmal so. Den nimmst du dann so hart dran. Ja, wie ich hatte die Bremse dann so aus fest dem Zelt eingestellt habe, und steht da so eine. Ich denke, boah, das 100 pro ein Wels, mach mir keinen Kopf, geh nicht ins Boot, zieh den ran und dann kommt die hoch. Denk, yo, geil, schöner Fisch. Das yo. Ist doch geil, das läuft. Das läuft. Ja, es war natürlich auch heute Nacht dann zäh und dann durch die vielen, ja, durch den Beifang. Und haben wir auch das Thema gehabt, weil wir stehen dann nicht mehr auf, so, weil wir uns irgendwann mal gesagt boah. Haben, wir können kannst das. Du auch nicht mehr. Nein, wir können das so, wir sind. Ja, soll ich das sagen? Ja, wir sind Typen so, das muss man alleine können, weil ich höre immer wieder und ganz oft so bei mir in der Bäckerei sind die dann so kaffen und dann so, oh, der, ja, ich sag, das sage ich jetzt nicht, der steht gar nicht mit auf. Und dann sage ich, ja, dann darfst du nicht mit mir angeln fahren, weil natürlich, wenn man dann nachts um 11, 12 noch und man, dann kann man auch mal mit aufstehen, aber irgendwann, wenn du dann diesen Schlafmangel hast, da stehst du nicht mit auf. Nee, und wir waren auch richtig fertig. Ich habe das ja auch in der ersten Nacht, da war ich gar nicht mitgekriegt, als da bei dir was gepiept hat. Gar nicht. Heute Nacht, man hört dann immer mal wieder irgendwo, da piept was, irgendeiner murmelt aus dem Zelt. Aber ja, da bist du dann am Rödeln, dann hast du einen Fisch, dann ist die andere Route durchgefallen, da war da eine Brasse dran, die liegt ja so weit draußen. Das dauert ewig, bis du die wieder gelegt hast, neu, oder die Rigs wieder beködert hast, dann ist der andere schon wieder draußen. Nee, nee. Wir können sehr zufrieden sein. Ja, und wir probieren viel. Also wenn du jetzt hier dieselben Plätze fischen, würde es nicht gehen. Ich habe die Route anders. Auch. Ich hatte doch den großen Wels da nachts. Den haben wir jetzt nicht gefilmt. Den hatten wir nur in der Story drin. So 1,60 Meter oder 1,50 Meter, was der da hatte. Nee, nee, Ding. Da vertust du dich. Größer? Ja, sicher. Der war größer. Der hatte fast 1,75 Meter, 1,80 Meter. Das ist dann so. Ich hatte den ja so. Ja, ja. Der war richtig lang. Und die Route habe ich umgelegt, weil da so riesige Betonklötze am Grund liegen. Da hing der auch hinter, habe ich gedacht, komm, fahr weiter nach rechts. Habe ich auch schon eine fast abgerissen. Bin ich den Ausläufer bis zum Ende gefahren und fast da, wo der endet. Ich habe den so drüber gelegt und hinten an der Kante, wo es dann rüber geht von harten zu weichen Boden, genau an dem Übergang habe ich die Route hingelegt. Da habe ich dann den Fisch gefangen, habe auch noch einen Wels gefangen heute Nacht später. Noch einen kleineren wieder. Ja, die andere Route an der Spitze, die 2 Fische gebracht hat, habe ich auch umgelegt. Und auch für die letzte Nacht werde ich bestimmt noch mal 2, 3 Routen umlegen, probieren, die Fische suchen, finden. Es zeigt sich nichts. Den einzigen Fisch, den wir gestern, den du gesehen hast, der war weit draußen zu den Franzosen rüber, genau. Im Freiwasser. Das war der erste und einzige Fisch, den wir hier springen sehen haben. Sonst haben wir hier gar nichts springen sehen. Jetzt machen wir uns erstmal ein geiles Frühstück. Genau, das wird richtig schön und ist auch der schönste Tag. Wir haben jetzt noch, ja, bis morgen früh, dann hauen wir ab. Ja. Machen uns danach hier die Platte, wie wir die Routen noch umlegen können, wir werden hier viel, ja, viel rumfahren, gucken, nach Plätzen suchen. Oh. Und dann hoffentlich. Ach so, das wollte ich noch erzählen, jetzt fällt es mir ein. Ich habe, wann war es, vorgestern? Vorgestern, ja, gleich am Anfang habe ich einen sehr großen Wels gesehen, der war fast schwarz und vorne die Flossen. Sieht dann ja wie diese Bratpfanne, ehrlich, diese Flossen, die waren weiß, also nicht komplett, aber halb weiß. Und der kam richtig so zum Boot ran. Hier sind schon auch richtig große Wälse drauf, denke ich, ne? Ja, vor allen Dingen auch viele, ne? Das waren 2 Meter Fisch, auf jeden Fall. So, es ist auch, sobald ich mehr Fischmehlköder gefüttert habe, hatte ich Waller drauf. Also, das zeigt es ja auch. Ich habe meinen Fisch jetzt seit langem, ich habe ewig nicht mehr süße Boilies von uns geangelt. Ich sagte noch, ich war letzte Woche bei Andi in der Halle und habe mir Futter geholt, alles Freezer. Und ich sag,
Boah, gib mir doch mal Plamm mit. Dann habe ich noch mal was anderes, habe so 10 Kilo von denen, so einen roten Plamm mitgenommen. Da hat der Fisch jetzt auch drauf gebissen. Habe ich ewig nicht mehr geangelt, die Dinger. Ja, das macht ja auch. Hat zwar auch einen geringen Fisch, also hat auch einen gewissen Fischmehlanteil, aber halt kein reiner Fischköder, das ist vielleicht ein bisschen auffälliger von der Farbe her, im Frühjahr eh. Ja, ich habe ja auch Banane, Fleisch, da ist ja auch Fleischmehl drin ein bisschen und trotzdem hat man da vielleicht nicht ganz so viele Waller drauf, als wenn man jetzt einen Thunfischboilie oder wie unseren Grill, den wir ja wirklich lieben auch. Im Moment nicht lieferbar bei uns, schon länger nicht. Sorry dafür. Naja, wollen wir mal gucken. Jetzt wird erstmal toll gegessen. Jo. Hi Leute. Ich nehme euch jetzt mal mit. Ich habe alles immer an Bord, meine kleine Tacklebox. Das Rig werde ich jetzt gleich, das ist ein Pop-Up-Rig, ich will einen Sinker jetzt angeln. Ich werde die Route wieder in dasselbe Fraßloch legen. Ich zeige euch gleich das Fraßloch und möchte jetzt einen unauffälligen Sinker nehmen. Das Rig binde ich gleich vor Ort, dann kann ich noch mal so ein bisschen abwägen, welches Vorfachmaterial nehme ich. Oder nehme ich dasselbe hier. Von daher, ich fahre jetzt mal raus. Direkt auf die Insel zu. Ein bisschen Fun sogar immer hier mit diesem Motor so. Mike ist gerade draußen, legt eine seiner Routen neu, haben gerade richtig geil gefrühstückt. Ich habe auch schon eine Route reingelegt, die hat bis auf die überhaupt einen Fisch gebracht. Nee, hat sie nicht, wo ich gedacht hätte, da geht auf jeden Fall was. Ganz drüben vorm Holz in so einem Krautloch, die ich euch gezeigt hatte. Aber mal kurz zum Setup, da bekommen wir ja auch immer wieder Fragen zu. Ich habe jetzt hier, oder wir beide fischen die Explorer in 3,25 Lips und die 14.000er Rolle. Damit sind wir gewappnet auf unseren Touren, egal ob wir kleine Gewässer oder große Gewässer befischen. Wir haben genug Schnur drauf. Ich habe jetzt hier die 20er Submerge in Orange drauf. Davon kriege ich 860 Meter auf meine Rolle, also auf die tiefe Spule. Da passt schon richtig was drauf. Und wenn ich an großen Gewässern fische, habe ich nie das Problem, dass ich nicht genug Schnur drauf habe. Also das geht wunderbar. Da kommt ihr richtig weit mit raus. Und die Orange, einfach aus dem Grund, weil ich habe hier ein Drilling stehen, Mike hat da drei oder jetzt sogar teilweise vier Routen stehen und wir kommen uns nicht in die Schnüre. Ich bin zwar nur am Rudern, aber er fährt mit dem Motor und so siehst du auch nachts, wenn du mit der Kopflampe leuchtest, siehst du sofort die orangen Schnüre auch richtig weit in das Wasser gehen. Hab dann immer so 25 Meter Schlagschnur vor, einfach die Exocet in 0,57 mm. Das reicht dicke, das Ding ist hier eh nicht tief. Die Schnüre gehen dann einfach durchs Kraut und man fährt sich nicht in eine Schnüre. Das ist natürlich eine ganz doofe Perspektive jetzt vielleicht zu filmen, das sieht irgendwie so komisch aus. Ich kann mich nämlich selber sehen, Leute. Zeige ich euch jetzt mal was. Hier steht noch mein Umleiter. Ehrlich gesagt, ist mir gerade selber eingefallen. Von der ersten Nacht oder vom ersten Abend. Ich habe da richtig abgefahren geangelt. Weil hier hinter dem Umleiter, jetzt gleich taucht der im Bild auf. Oh. Wartet, Leute. Jetzt ist mega flach. Und Kiesboden, aber hinter dem Umleiter, hier in dem Loch drinnen. Da, ach so rumholen, jetzt kann man das vielleicht sehen. Da drinnen, hier unten, ist alles frei. Oh, dass ich den verloren habe. Naja, wollte ich euch nur einmal gezeigt haben. Aber ich kann jetzt hier in der Nähe, werde ich auch angeln. Ich fange jetzt schon mal an. Den Umleiter ziehe ich gleich raus, meine Montage umzuändern. Ich denke, dann geht es jetzt schneller. Ich bleibe bei dem Vorfachmaterial. Ist ein Semi-Stiff. Carmotex. 25 Lips. Ich kann bei mir, das mache ich so, ich ziehe mit den Zähnen einfach den Knoten auf. Jetzt mache ich das kleine Bleischrot. Ab. So. Ich weiß nicht, ob man das so, ich hoffe, dass das so zu erkennen. Ich gehe jetzt einfach von hinten bei mir raus, deswegen brauche ich auch, oder ich habe selten vorgebundene Rigs. Zack, jetzt habe ich hier den
stumpfen Haken. Und jetzt kann ich Folgendes machen, und deswegen mache ich es auch so gerne, habe ich hier eine ganz kleine Schlaufe. Ich will jetzt einen Bodenköder nehmen. Ich habe hier Fleischbanane, Hakenköder. Nehmen 20er, sind auch immer 24er mit drin. Aber wir haben frühes Frühjahr. Mit Beifang ist eh zu rechnen. Wahrscheinlich auch auf dem 24er, gerade bei den Welsen. Von daher 20er jetzt drauf. Ganz unauffällig. Ich will jetzt einfach, weil die Fische waren an den Plätzen. Wir haben gefangen. Und dann steht da immer wieder dieser Poppy. Es wäre jetzt zum Beispiel auch an der Zeit, vielleicht mache ich gleich mit einer anderen Route, Tigernüsse mal irgendwo drauf zu machen. Einfach mal komplett den Köder wechseln, die Köderpräsentation. Die Fische kommen wieder an den Platz. Es ist Futter da. Und auf einmal ist dieser Pop-up, dieser, ja, die Gefahrenzone ist weg. Und wenn man dann gut absenkt und vielleicht den Winkel ein bisschen verändert, das sind alles so Kleinigkeiten, die ich dann mache, dann fängt man auch in der dritten, vierten Nacht dann auf einmal wieder, bam, knallt, steigt wieder einer ein. Und der Poppy würde einfach so stehen bleiben. Es wird sich gar nichts tun. So, jetzt habe ich viel erzählt. Da ist er, und das meinte ich eben, jetzt habe ich den so einfach aufgezogen. Jetzt nehme ich hier den Super White Gabe, geiler Haken in Größe 5 auf dem 20 mm Hakenköder. Mega überflevert in Lockstoff Fleischbanane. Ich habe jetzt hier Fortuna noch mit an Bord. Mir ist es dann am Ende auch egal, vielleicht für euch mal da draußen, wenn ich noch mal was nachflevern muss, wenn ich jetzt zwei Welse nachts auf so einen Hakenköder gefangen habe, der ist immer noch genauso dran. Ganz oft sind unsere Foxhaken auch noch scharf. Ich kann die 2, 3, 4 Fische mitfangen. Dann tunke ich einfach den Boily in einen meiner Lockstoffe. Und die sind hochkonzentriert. Es ist verpönt teilweise in der Szene. Die Leute sagen, Alter, so überflevert an schwierigen Gewässern würde ich das nie machen. Ich mache das. Jetzt bin ich da einfach ein paar Mal drum rumgegangen hier. Das ist dieser knotenlose Knoten, wie ich den schon mein Leben lang fische. Und never change a winning team. Warum soll ich das auch ändern? Treibe jetzt hier übrigens über extrem flaches Wasser. Und da kann ich mal zeigen, wie man das sieht, wenn das so geht. Hoffentlich kriege ich das jetzt so ab. Ja, hier und genau so flach oder hinter so einer Flachzone habe ich den ganz großen Fisch verloren. Er ist ausgeschlitzt. Der Fisch war frei, es war alles gut. Ging noch einmal ins Kraut. Da habe ich ihn noch mal wieder rausgepult. Zum Beispiel ist Kot. Ich kann es jetzt nicht erkennen. Wahrscheinlich sogar vom Karpfen. Die schwimmen hier durch flache Wasser. Da liegen wieder Corbicula-Muscheln. Ich habe das Vorfach hier im Mund. Deswegen, so, jetzt mache ich das Ding hier wieder dran. Ich hoffe, dass das jetzt wieder geht. Wollte ich euch gezeigt haben. Ja, ich habe immer alles im Mund dann. So. Und jetzt brauche ich einfach nur wieder hier an meiner ganz simplen Inline-Montage mit einem sehr schweren Blei, weil wir dann natürlich, wenn wir unter diesen Bäumen angeln, das Ufer ist abfallend, steil abfallend. Wir ziehen also leichte Blei beim Spannen unserer Swinger vom Platz. Und es ist hier alles drauf, ne? Oh, jetzt habe ich gerade was entdeckt, Leute. Schaden am Vorfachmaterial. Hui. So. Das fische ich jetzt extrem kurz. Das kann man auch ruhig mal machen. Ich fische ja sowieso recht lange Vorfächer. Ich fische jetzt mal, weil es einfach jetzt die Situation ergibt. Und das ist auch, ich mache da halt da nicht so eine Wissenschaft von, dass jetzt alle meine Vorfächer gleich lang sind. Und manchmal kann das sogar sehr gut sein für einen dicken Fisch. Ich fische hier mal ein ganz kurzes Vorfach. Dachte ich gerade, jetzt hier an der Rollt waren Gänse. So habe ich den Schaden da jetzt entdeckt. Und das geht natürlich nicht. Wenn das irgendwo eine kleine Macke hat, dann jetzt schiebe ich hier die Tube rüber, teilweise sogar noch über den Wirbel und knalle das mega fest. Und
das sind jetzt 227 Gramm, wenn mich nicht alles täuscht. So sieht's aus. Sehr kurzes Vorfach. Fertig. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch das mal. Ich drehe mal das Boot so raus, da müsste man das Ding gleich sehen. Hinter mir ist hier ein Riesenbaum, der hier drinnen liegt. Ein Riesending. Und Benny hat einen Fisch auf 4 Meter gefangen. Ich habe jetzt das verkürzte Vorfach. Hier unten ist Sedimentboden. Ich habe nicht mal den Deeper an, weiß aber von den vorherigen 2 Tagen, dass es hier 4 Meter tief ist. Und ich lege jetzt hier vor diesem Baum ab. Dafür stelle ich mich einmal hin, um nochmal zu gucken, wie geht der Baum ins Wasser genau, und möchte ziemlich nah an dem Ding dran. Dran liegen an dem Stamm. Das sieht ja krass aus hier. Und jetzt drehe ich hier so ein bisschen rum, gucke mir das genau an. Hier geht der Baum runter. Mache ich ihn aus, lass mich noch so treiben und jetzt versuche ich schon mal. Und das kann mehrere Versuche dauern hier. Ich gehe mal ein bisschen zurück für euch. Jetzt zum Beispiel fahre ich zu weit vor schon. Bis das dann so liegt, wie ich das haben will. So, da geht der runter. Da müsste der zu Ende sein. Oh, und da ist ganz harter Boden. Sogar gar nicht so Sediment, wie ich dachte. Ich hebe das jetzt mal an und jetzt fühle ich auch genau die Bodenstruktur. Ganz knüppelhart. Ja, aber komm her, lass ich liegen. Ganz kurzes Vorfach. Ich hätte jetzt gerne das Blei im Sediment verschwinden lassen. Jetzt fütter ich hier einfach Fleischbanane. Auch mal ein paar mehr, weil das scheint ja zu gehen. Und dann hauen wir hier ab und hier jetzt auch nur Bollen hin. Entweder beißt hier ein dicker Wels, eine Brasse aber nicht, sag ich. Ich habe die hier so richtig eingelegt, dass so ein bisschen nochmal in Lockstoff. Das sollen die auch riechen. Und jetzt fahre ich zurück. Senke das Ding nicht ab, das ist mir zu gefährlich. Und dann mal gucken. Ab nach Hus. Gut gelegt. Jo, Alter. Und zwar, warum bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Auf der GoPro ist es drauf. Ich weiß nicht, ob es in den Film kommt. Vor diesem Baum. Du darfst doch gerne lauter sprechen. Soll ich lauter sprechen? Du brauchst nicht flüstern. Okay, Entschuldigung. Vor dem, ich bin ganz aufgeregt. Vor dem Baum habe ich ganz knüppelharten Boden auf 4 Meter. Also ich hatte den Deeper nicht an, wusste aber von vorher, dass es da 4 Meter tief ist. Und irgendwie weiß ich auch nicht. Du hast jetzt auf 4 Meter, habe ich auch gesagt. Den Fisch gefangen, war mir einfach danach und denke, jetzt mach das mal. Und ein bisschen mehr Futter, richtig Bollen drüber geknallt. Schön, bin ich sehr zufrieden mit der Rute. Rutenlegen motiviert halt immer ungemein, ne? Jo.
letzter Abend. Wir haben schon so ein paar Sachen weggeräumt. Da, mein Spitz hat gezuckt. Ich habe genau hingeguckt, ohne Scheiß. Tick. Wir warten auf den Biss, Leute. Wir sitzen hier, hören schöne Musik. War ein richtig schöner Tag. Ja, soll ich leiser machen? Oh, fehlt die Schärfe im Bild. Jo, ein richtig schöner Abend jetzt. Gleich kommt einer. Wir fangen noch einen großen. Das ist so oft die letzte Nacht. Wie oft, Leute, geht ihr raus und habt nur eine Nacht? Und dann freut man sich so auf die eine Nacht und stellt sich wunders was vor. Und wir sind jetzt schon zwei hier. Drei. Drei, oh, Entschuldigung. Siehst du, oh. Zeit verging wie im Flug. Jo. Drei Nächte hier und jetzt, ja, weiß ich nicht, denkt man, ah, nur noch letzte Nacht. Nein, nicht nur noch. Es war heute der schönste Tag. Die letzte Nacht hat am meisten Fisch gebracht. Ich glaube irgendwie, das Dicke kommt zum Schluss noch. Irgendwas kommt noch. Es klappt bei uns des Öfteren. Ja, weil wir aber auch dranbleiben. Weißt du, du kannst jetzt auch, wir haben ja heute den ganzen Tag, wenn ich jetzt sagen würde, mal los, was ein Quatsch. Das, nein, aber wir sind dann gemacht. So am Rumrödeln. Genau. Und man hört ja immer, oh, Ansitz an den Karpfenangeln, das ist doch langweilig. Also langweilig war das hier überhaupt nicht, nee, in den letzten drei Tagen. Da haben wir genug zu tun. Reels filmen, Stories machen, den Film hier zusammenhauen. Jetzt guckt euch das mal an, dieses Licht, Alter. Das ist doch... Das entschädigt doch für alles. Ganze Strapazen. So, ihr solltet meine Augenringe einmal sehen. Ich setze jetzt die Brille auf. Benni hat eben schon sich amüsiert und sagt, ja, jetzt ist die Sonne weg. Jetzt können wir unsere Fische nicht mehr in der Sonne abfilmen. Und genau so ist es. Leute, das war eine Nacht. Oh. Und ich werde echt älter. Wir haben jetzt vier Fische in unseren Slings und das sind drei richtig gute Fische. Richtig gute Fische. Und ein, ja, ich finde den auch super. Aber ihr seht es ja gleich, Benni hat zwei geslingt, ich habe zwei. Ja, wir haben es noch frühen Morgen, wir wollten eigentlich gegen Mittag hier wegkommen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Am Ende ist das jetzt nicht mehr so wichtig, ob wir abends oder nachts zu Hause sind. Es war ein Fest und wir müssen auch gestehen, gestern Abend, das war so, ja, für uns auch befreiend. Und da haben wir hier Musik gehört und mitgesungen. Also richtig schöner Abend, oder Benni? Auf jeden Fall, das hat richtig Spaß gemacht. Wir zeigen euch jetzt die Fische. Meiner Meinung nach war es eine absolut, ja, geniale Tour. Benni und ich haben uns auch super verstanden. Und dann ist schon wieder vorbei. Die Zeit rast dann ja auch. Aber es geht natürlich weiter mit dem Südkoreaner und dem Indianer. Und jetzt zeigen wir euch. Und ich glaube, wir haben... ein gutes System gefunden, was jetzt so durchkam. Was mir persönlich gefallen hat, in dem Fall hast du ja gesagt, so, ich vertraue dir diesmal, du hast die Wahl gemacht. Also ich habe das Gewässer gewählt und du hast dir zuerst die Stelle ausgewählt. Ich würde sagen, beim nächsten Mal wählst du das Gewässer. Ja, machen wir. Und ich darf mir die Stelle auswählen. Das finde ich ganz cool. Der eine sucht das Gewässer und der andere darf sich zuerst den Platz aussuchen. Ja, können wir gerne machen, weil du hattest mir dann ja nochmal irgendwie zwei Ausweich, weil ich so ein bisschen skeptisch war und weil es ja auch diese Region ist, wo wir richtig auf die Fresse gekriegt haben. Und dann sagst du, ah, Mike, ich habe da noch ein Ausweichgewässer und brauchst jetzt keine Wurfruten mitnehmen, aber da darf man nur werfen. Aber die Information, die du hast, ist ja gar nicht so weit. Und da habe ich zu dir gesagt, ich fahre mit dir überall hin.
Ne? Kannst du dich erinnern? Mhm. Ich setze mich diesmal einfach nur rein. Ich bin sehr fokussiert dieses Jahr. Ich habe mich gut eingeangelt. Und somit habe ich auch 6-5 gewonnen. Ich muss es jetzt einmal sagen. 6-5, der Indianer hat gewonnen. Also, und jetzt holen wir es raus. Was eine ereignisreiche Nacht. Gestern schon kurz nach dem Dunkelwerden lief die Route ab, auf der ich den Fisch von der Nacht zuvor gefangen habe. Also derselbe Spot, selber Köder. Kommst schon langsam durcheinander, ne? Schön, ich muss kurz nachdenken. Schöner Einstand für die Nacht. Oh. Ein richtig geiler Spiegler. Oh, ich habe den nachts ein bisschen kleiner in Erinnerung gehabt, aber das ist ein richtig geiles Teil. Das kann man wohl sagen. Guck mal, die Schuppen oben. Mm, der läutete eine richtig geile Nacht ein. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so... Wir haben vorher noch gewettet. Mike so, oh ja, so 4 Fische, glaube ich, könnten schon noch kommen. Ich habe gesagt, ich sag 3. Am Ende waren es 4. Aber das ist auch nochmal ein richtig geiler Fisch. So liebe ich sie im Frühjahr, ne? Schön prall. So ist es. Die sind alle prall, glaube ich. Einfach nur mega. Komm, wir setzen das Baby auch wieder rein. Jo. Fischparty. Ah, du hast einen Wassertropfen auf der Linse. Oder ist das egal, Benni? Den sehe ich nicht. Wenn du den nicht siehst, dann lassen wir das so. Das ist ja auch typisch für unser Format. Ja, zu diesem Fisch einmal. Wir dachten erst, es wäre ein Milchner die Nacht. Wir waren dann natürlich auch total um die Uhr. Es ist ein Rogner, man sieht das hier am After ganz schön. Ich werde oft gefragt, wo man sieht man das. Aber natürlich auch ganz oft an der Körperspannung, wie beim Menschen auch. Die Weibchen haben gerade jetzt im Frühjahr richtige Hängebäuche. Ich heb dir mal an, ich finde den Fisch super charakteristisch. Ist auch ein Altfisch, definitiv. Und jetzt nochmal. Hier, dieser Fisch, wenn der jetzt hier so steht, die Matte ist extra gepolstert. Er kann sich nicht aufschlagen. Es ist viel schlimmer, wenn die Fische auf der Seite liegen. Wie oft muss ich es noch sagen? Der Fisch ist super aggressiv. Angry, sagen wir ja auch. Hat eine geile Form. Ich gehe mit dem Fisch noch ins Wasser. Ich kann euch da noch mal zeigen. Ich will jetzt auch nicht mehr. Es hat super Spaß gemacht. Da müssen wir ja jetzt nicht noch mal hier. Ist das okay für dich, ja, ne? Okay. Hier kann ich ihn euch noch einmal zeigen. Was eine geile Form. Nicht so schreien. Oh, sorry. Ich freue mich. Kommt da wieder rein. Guck mal, da schiebt er sich ins Kraut. Kannst du ruhig mal filmen. Thank you very much. No problem. Es ist SETA, Leute, und deswegen bin ich auch so gerne im Ausland. Wir übergeben jetzt Kurt den Platz, der hat richtig viel Zeit. Ja, du kannst... No problem. Wir haben uns gleich super verstanden. Er kam heute Morgen hin, hat mich geweckt und sagt, oh, sorry, dass ich dich wecke. Ich sage, kein Problem, ich bin völlig müde. Kann ich noch 2-3 Stunden schlafen? Den Platz kannst du haben. Und dann sagt er, ich warte so lange. Er hat die Slings natürlich gesehen. Und jetzt packen wir gleich ein. Ich hatte nichts mehr zu trinken. Kurt hat mir Sprite gegeben. Und jetzt auch besser. Der Wein war ja lecker gestern, aber sowas kannst du nicht anfangen. Wenn du dann mittags gleich wieder so ein Vino trinkst, weil du so übermütig bist. Ich zeige euch den jetzt. Das ist einer der besten, sag ich. Auch dieser Fisch wieder Egel hier. Oh, ich sehe überhaupt nichts durch meine Brille. Ja, spritzen einen ganz schön nass. Ich wäre auch sauer an eurer Stelle oder wütend. War auch richtig tricky hier die Angelei. Ihr habt die Drohnenaufnahmen gesehen. Goethe hat auch gesagt, letztes Jahr war richtig schwer. Er konnte es gar nicht glauben, dass wir jetzt, ich kann es auch nicht glauben, wie viele Fische haben wir jetzt? Oh, wenn du es mal zusammen, ja, ist ja ganz einfach, 6-5, ich muss es noch mal sagen. So, ja, er will nicht, aber was eine tolle Farbe, dieses so eine graue Maus, wir haben früher mal gesagt, Eichgründer, das ist ja diese Eichgründerzucht, die wird hier nicht drin sein, aber ja, toller Fisch. Und da ist das Ding. Hoho! Ho. Das Ding hört sich auch immer so an, diese wunderschöne Kreatur. Das ist halt unser Slang, wenn wir so reden. Kommt jetzt wieder rein. So happy bin ich lange nicht nach dem Dreh nach Hause gefahren, Benni. Wir haben auch geile Fische gefangen. Der letzte Fisch unseres Trips. Mike sagt schon, er hat gewonnen. 6-5. Das hat er. Noch sind die Ruten im Wasser.
Ich hätte es machen können, mindestens den Ausgleich. Erzählen wir euch später noch was zu. Jetzt zeige ich euch noch den Fisch. Das war sehr ärgerlich, ja. Aber das ist trotzdem... Boah, ist das Alter. Ein Karpfen, Alter. Ich finde ihn so schön. Wegen dem Karpfen komme ich hier wieder hin. Ist das ein Brett? Der ist geil. Alter. Ja, das waren alles richtige Bretter. Aber guckt euch mal an, wie so Schuppen. Der hat so Flecken drauf. Dann Alter. Hat er natürlich auch Scales auf dem Buddy. Boah. Auf der Seite auch richtig geile Schuppen. Nur kann ich die andere Seite so schlecht halten. Deswegen... Alter. Und ein Fotomodell ist es auch noch. Was ein toller Karpfen. Benni, herzlichen Glückwunsch hierfür. Und da kann man mit einem 6,5 gut leben. Auf jeden Fall, ja. Nochmal einmal gesagt. Yes. Er wird euch gleich was erzählen. Er hatte mich nämlich ausgelacht, ja. Weil ich ja den ganz Großen verloren habe. Und irgendwie... Oh. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Der darf wieder schwimmen. Ja klar, den setzen wir wieder rein. Aussehen, ne? Wie so ein Sommerrusse. Hier, schön mit den dicken Socken. Jetzt bei 15, 16 Grad. Ja, immer noch lange Unterhose habe ich noch an. Komplett, naja, ich will nicht sagen zugeschissen, aber doch schon recht dreckig vom Schlamm hier die ersten Tage. Das war's, ne? Wir hauen ab. Ja, jetzt hatten wir richtig geiles Wetter die letzten zwei Tage oder heute und gestern war es richtig schön. Tja, du hast es, 6,5. War auch nicht einfach für mich, weil du hättest eigentlich mich schlagen können. Gestern warst du dran. Und wir haben schon gesagt, es war so spannend. Haben wir das erzählt, dass ich die Route kurz hatte? Nee, das hatten wir ja noch nicht. Ja, das ist krass. Es war dann so, dass ich den ersten Fisch gefangen habe auf meiner mittleren Route. Und kurz danach hattest du dann schon einen Fisch? Ja, ich hatte den. Dann einen richtig dicken. Dann warst du gleich, ja, dann will ja dranbleiben. Genau, und dann will man dranbleiben. Und dann kriege ich einen Biss. Nur zwei Pieper, bin sofort an der Route, es war wieder die mittlere Route, drill den Fisch und geht die rechte Route komplett krumm hinten. Ich sag, Mike, nimm die Route aus. Er sagt, was ist? Ich sag, ja, ich habe einen Doppellauf. Steht mit beiden Routen. Damit hätte er, dann wäre er ja in Führung auch gegangen. Oh, und dann, hab ich die eine genommen. Genau, und hab den Fisch dann abgekeschert mit der anderen Route in der Hand. Genau. Du hast die Route auch noch übernommen. Ich habe schnell den zweiten Kescher geholt, übernehme dann wieder die Route und sag, Alter, ist überhaupt noch was dran? Der schwimmt mit, sag ich. Pass auf. Der schwimmt mit. Und so war's. Und was hast du dann gesagt, was oft passiert? Wenn die so mitschwimmen, schlitzen die oft. Und ich werde es gar nicht aussprechen. Es hat, glaube ich, 10 Sekunden gedauert. Dann stellt der Fisch sich quer. Und man hat richtig schön das Gewicht vom Fisch gemerkt. Ich denke, oh, jetzt steht er. Oh, da hast du doch so aufgemacht. Und genau, und zack. War der weg. Ich bin nur froh, dass ich hatte den Kescher in der Hand, nicht mehr die Route. Ich hatte sie Benni Gott sei Dank vorher übergeben, weil wenn mir das passiert wäre, wir hatten nämlich vorher so ein Gespräch hier unter uns, wo es um einen Wels ging, wo du dachtest, es wäre ein Karpfen. Jo. An der Insel da vorne. Und da hat er mir die Route übergeben und sagt, nicht, der hängt fest. Und ich habe dann gesagt, wenn es nicht sein eigener Fisch ist, und das soll jetzt nicht verwerflich, also ich finde das, bin ich auch so ehrlich, dann ist man nicht ganz so vorsichtig. Und ich denke, weil ich weiß, was ich dem Material... Das weiß ich, wie weit ich gehen kann. Und er so, pass auf. Und ich sage, der ist frei, der kommt. Und dann kam der. Und das hättest du nicht, weil du wolltest ja stochern oder mit dem... Mit der so, und Spinne daher hatten wir das Thema. Und dann übernehme ich die Route. Er hat einen Doppelrand, ein Fisch ist schon im Kescher. Und ich übergebe sie ihm. Und merke schon, der Fisch schwimmt jetzt mit. Ich übergebe sie ihm. Ich sage, hier, wäre der mir geschlitzt, ist das dann so ein komisches Gefühl, weil Benni wäre damit in Führung gegangen. Und so war ich so sauer gestern. Die Kescher weggeworfen. Ich denke, nein, jetzt musst du den schlitzen, das kann nicht dein Ernst sein. So ist es jetzt beim 6,5 geblieben. Ja, das war bitter. Muss nur eine Funke. Na, egal, jetzt bleiben wir drin. Es war bitter. Ja, es war bitter und dann kam es heute Vormittag oder im Dunkeln noch bitterer, dass ich krieg zwei Pieper ab, die eine vor Holz liegen rechts, dann kriegt zwei Pieper, nimmt die Route auf und das Ding war sofort fest. Der war dann auch noch weg. Ja, damit wären es theoretisch zwei Fische. Hätten es mehr sein können, es ist manchmal so beim Angeln. Aber so ist Angeln. Ich habe den vorher verloren. Du hast den dicken verloren, hast also auch zwei Fische verloren, genauso wie ich. Nichtsdestotrotz
ist es ja nur so eine kleine Competition für uns. Das stachelt uns ja mehr an. Klar, hätte ich gerne gleich gezogen oder gewonnen. Das macht euch ja auch mal Bock, wenn wir dann. Und es war so spannend. Und es motiviert halt, einen noch mehr zu geben. Da sagst du gestern, ah, genau so ist richtig, nochmal eine Route umgelegt. Genau, habe ich dann ja auch gesagt. Und da kam dann auch noch der Fisch drauf. Das war geil. Wir hatten hier eine richtig geile Zeit. Ich sag ja mal, so wie letztes Jahr unsere Frühjahrstour. Ist ein bisschen was anderes, wenn wir weniger Zeit haben, angeln wir einfach fokussierter. Jo. Als wenn wir 10 Tage haben, dann ist man mal, okay, heute ging nichts, nicht so schlimm, machen wir locker. Aber bei 4 Tagen, ist, genau. Bei 4 Tagen geben wir halt 4 Tage Hardgas, obwohl ich das am Anfang nicht so gemacht habe. Ich war echt recht entspannt, war aber auch noch kaputt von der Fahrt und so, von dem ganzen Tag. Die erste Nacht war echt die so. Ja, eigentlich schon kann man die streichen. Genau, die war ist ja dann für so uns hinfällig. Auch ein komplett neues Gewässer, was wir beide gar nicht kannten. Und dann findet man natürlich nicht am ersten Abend im Dunkeln. Ich hatte ja Glück, dass ich Karpfen gesehen habe, ja. Auch sind auch die einzigsten geblieben, die ich gesehen habe, richtig unterm Boot im Dunkeln. Und somit kriege ich gleich nach einer Stunde da so ein Ding drauf. Egal, wir wollen auch zum Abschluss kommen, denke genau. Ich. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ich auch, das hoffen wir. Uns hat es sehr gefallen. Es hat Spaß gemacht wieder mit dir. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Gestern Abend war nochmal ein richtig geiler Abend, also so, wie man sich das vorstellt. Wir fangen Fische, wir hatten geile Laune, wir haben richtig schön laut Mucke gehört. Wir haben angestoßen, es war schön. Und ich hoffe, ihr fandet es genauso schön. Wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit für euch. Kleinigkeit ist eine Kleinigkeit. Jetzt, wir haben was Geiles für euch. Fett. Ihr sollt natürlich nicht leer ausgehen. Die liegt hier nicht umsonst. Es gibt was zu gewinnen. Und zwar eine Waffe hier. Eine unserer neuen 14.000er XC-Rollen. Mike hat das schöne Modell in der Hand. Wir haben sie geangelt, diesen Trip. Ich sowieso schon länger. Ich hatte sie auch zum Testen. Ich habe sie letztes Jahr schon auf unserer Frühjahrstour gehabt. Also man kann einmal die Rolle gewinnen und... Die Route noch nicht. Die Route konnte man im ersten Video gewinnen. Ist nicht schlimm. Naja, die Rolle ist schon geil. Genau. Schnur mache ich runter. Was ihr dafür tun müsst, kommentiert. Das Video sagt uns... was sollen die Leute sagen? Ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Super, nein. Dass du da jetzt mitkommst. Ja, denk dir schnell was aus, da bist du schneller als ich. Ich krieg einen Biss. Nee, geht wieder weg. Kommentiert einfach, wie viele Fische wir verloren haben, nicht gefangen haben, wie viele Fische wir verloren dafür haben. Dafür muss man genau aufgepasst haben, yo. Liked und kommentiert das Video. Natürlich müsst ihr den Kanal dafür abonnieren. Doch, das ist ein Biss. Ich muss da mit einer rum. Ja, mach das so, Leute. Wenn ich macht's gut. Ja, 7,5. Ciao.